Bornemann, komme aus Werneuthausen und habe mir am Anfang des Jahres den Magirus hier gekauft. Hierbei handelt es sich um ein S3500 Fahrgestell, Baujahr 1952, mit einem 8 Liter V6. Das Auto wurde für die Feuerwehr Esslingen am Neckar gebaut. Hierbei handelt es sich auch um ein Einzelstück. Das ist eine Mischung zwischen dem Schlauchwagen und dem Gerätekraftwagen, was hier in einem Fahrzeug vereint wurde. Ja, jetzt möchte ich das natürlich gerne restaurieren. Und ja, wie man sieht, in einem leider sehr schlechten Zustand, da das Fahrzeug über 30 Jahre lang draußen stand, ungeschützt. Ja, als erstes wollen wir so vorgehen, dass wir eine große Bestandsaufnahme machen. Einmal von dem Fahrgestell, von dem Motor und dem Rest. Sprich, wir trennen den Aufbau komplett von dem Fahrgestell, machen das Fahrgestell fertig, machen dann nach und nach die einzelnen Teile wie die Türen, das Dach, das Fahrerhaus fertig. Natürlich den Motor, der muss auch neu lackiert werden. Einige Sachen müssen auch überholt werden. Motor läuft aber. Genau, der Motor, der läuft. Das Fahrzeug bewegt sich auch aus eigener Kraft. Nur natürlich altersentsprechend nicht mehr so, wie es eigentlich sollte. Sprich, die Bremsen funktionieren nicht mehr wirklich. Nur über die Feststellbremse kann im Moment gebremst werden. Aber der Motorlauf ist gegeben. Aber das möchten wir zusehen, dass das wieder schnell fertig wird. Wie viele Kilometer hat er am Tacho? Er hat 32.000 Kilometer erst gelaufen. Wie ist das mit den Teilen, die dir fehlen? Kommt man da dran? Ja, Teil ist natürlich schwierig, da dran zu kommen, da es sich hierbei natürlich auch um ein Einzelstück handelt, welches so nur einmal gebaut wurde. Es gibt noch andere, die so ein ähnliches Fahrzeug haben, aber nicht mit dem Aufbau. Und da wird halt geguckt, deutschlandweit, dass man an irgendwelche Teile kommt, die über ausgeschlachtete Fahrzeuge einem zur Verfügung stehen. Johannes, das Fahrzeug hat ja einen Holzaufbau und ist mit Blech beplankt. Wie sieht die Holzgeschichte aus? Genau, also mit der Holzgeschichte, das ist einigermaßen noch in Ordnung. Klar, viele Teile sind natürlich beschädigt worden durch das ganze Wasser, was da reingelaufen ist. Aber die Substanz ist noch recht gut. Da müssen wir gucken, ob wir gegebenenfalls einige Teile austauschen müssen. Und ja. Hast du jemanden dafür, der die Holzarbeiten macht, oder? Genau, ich habe einen Stellmacher dabei und einen Fahrzeugbaumeister. Die werden mich dabei halt begleiten und mir auch helfen, diese Teile dann auszutauschen und auch die Teile nachzufertigen. Und die Blecharbeiten, wer macht die? Ja, die mache ich selber. Die Teile werden alle jetzt nacheinander abgebaut, gesandstrahlt und dann halt grundiert und lackiert wieder. Sandstrahl machst du auch selber, oder? Genau, ich habe ein Sandstrahlgerät zu Hause, das mache ich alles in meiner Garage, die habe ich extra dafür umgebaut. Und nach werden dann alle Teile gesandstrahlt. Lackieren machst du auch selber? Ne, das Lackieren, das macht auch ein Kumpel von mir. Der hat eine große Lackierkabine, auch für LKW und Trecker. Und der wird mir das dann alles lackieren.